Grüß Gott, liebe Straßenbahnfreunde. Hier ist natürlich wieder Güni. Der Güni ist wieder da. Heute will ich euch was erzählen von einem Vorzeigefahrer. Das war der Hümer-Hans. Der Spitzname war Hümer-Pipperl. Er war sein Leben lang Junggeselle, hat sich aber für die Straßenbahn engagiert. Er war Dirigent von der Straßenkapelle und Trainer vom Fußballverein. Und nebenbei hat er Weihnachten und Nikolaus gemacht für die Straßenbahnkinder. Da hat er vorher in die Geschäfte Süßigkeiten bettelt und Orangen und Äpfel was gegeben und hat es an die Straßenbahnkinder bei der Feier ausgeteilt. Und wie es uns dann etwas besser gegangen ist, 1958, 1960, haben die Straßenbahner alle nach und nach den Autoführerschein gemacht. Ich war auch mit dabei. Und die Freundinnen und die Frauen, alle haben den Autoführerschein gemacht beim Ärmer Otto. Und warum beim Ärmer Otto? Da ist man 90% durchgekommen. Damals hat eine Fahrstunde 5 Mark gekostet und die Zulassung 40 Euro. Also mit 100 Mark haben wir schon alles gehabt. Die ganzen Trambahnen haben da einen Führerschein gemacht fürs Auto. Der Hümer-Hans natürlich auch. Und als einziger fällt er mal durch. Der einzige ist durchgefallen. Der war dann so verärgert, der hat sich 10 Tage Urlaub genommen, ist nach Straubing gefahren und hat in der Fahrschule, in der Ferienfahrschule, einen Führerschein gemacht. Und tatsächlich hat er ihn bestanden. Voller Freude ist er raufgekommen und ein paar Wochen darauf hat er seinen gebrauchten VW gekauft. Und am Domplatz, da war immer das Treffen, der Wechsel, der Personalwechsel, war der Hümer da. Dann haben die Straßenbahner gefragt, na, Pipperl, wir bist noch zufrieden mit dem VW. Und der Hümer, der hat den VW gelobt, über den Scheunkönig, er braucht wenig Benzin, er sitzt angenehm, er geht leise, er springt immer wieder an, besser kann er gar nicht sein, bloß ein bisschen ein Nachteil hat er schon, der VW. Ich muss ihn aber zurückschirmen, von der Garage raus, von den Parklücken raus. Der hat keinen Rückwärtsgang. Die Straßenbahn haben sie bogen vor lauter Lachen. Du Rimpfig, haben sie gesagt. Geh her, dann zahlen wir dann einen Rückwärtsgang. Und dann hat er tatsächlich den Rückwärtsgang gehabt. Und der Hümer hat sich so gefreut, der hat dann jeden eine Leberkässemmel gekauft. Das war damals. Also, meine lieben Freunde, pfiat euch Gott, der Güni war's. Pfiat euch.